Willkommen zum Info-Webinar der Rolf-Schneider-Akademie. Ich möchte euch in der nächsten halben Stunde unser Fernstudium Klassische Homöopathie für Tiere vorstellen. Ich gebe euch alle Informationen zum Ablauf und zu den Inhalten. Und zuerst stelle ich mich ganz kurz selbst vor. Mein Name ist Birgit Vornthal. Ich bin Tierheilpraktikerin für Hunde und Katzen und für Vögel. Im Team der Rolf-Schneider-Akademie bin ich seit 2014. Meine Therapieschwerpunkte sind Phytotherapie und die Mykotherapie und natürlich die klassische Homöopathie. Ich bin auch die Autorin dieses Fernstudiums und eure betreuende Ferntutorin. Ich habe euch hier kurz die Inhalte dieses Infowebinars zusammengefasst. Zunächst stelle ich euch die Rolf-Schneider-Akademie als staatlich anerkannt. Wie ihr euch anmelden könnt und so weiter. Dritter Punkt heute ist die Zielgruppe und das, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, die Inhalte dieses Fernstudiums. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten. Die Rolf-Schneider-Akademie hat schon langjährige Erfahrung im Bereich des Präsenz- und Fernunterrichts. Die Ausbildungen werden seit über 20 Jahren angeboten. Nicht die klassische Homöopathie für Tiere, die ist etwas jünger, aber der Heilpraktiker und der Tierheilpraktiker, damit hat alles begonnen. Alle Fernlehrgänge der Rolf-Schneider-Akademie sind ZFU geprüft und zugelassen. Das wissen wahrscheinlich nicht alle von euch, was die ZFU überhaupt ist. Die ZFU ist eine unabhängige staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, eine staatliche Prüfstelle. Dort kann man seinen Fernlehrgang, wenn man ihn denn verfasst hat, einreichen und dort wird er dann von unabhängigen Gutachtern überprüft. In dem Fall waren es wahrscheinlich Tierärzte und Tierhomöopathen. Wenn dann dieses Fernstudium inhaltlich und didaktisch für gut befunden wird, also nicht nur, dass die Inhalte stimmen, sondern auch, dass sie so aufbereitet sind, dass der Fernstudent sie gut erlernen kann, dann werden die Fernkurse von der ZFU eben registriert und zugelassen und haben dann dieses Siegel. Wenn ihr euch zwischen verschiedenen Fernkursangeboten entscheiden müsst, dann achtet am besten darauf, dass der Lehrgang, für den ihr euch entscheidet, dieses Prüfsiegel hat. Die Unterlagen werden bei uns regelmäßig aktualisiert. Es werden Anregungen von Teilnehmern eingearbeitet, aber auch alles andere, was aktuell sich so tut in der klassischen Homöopathie. Die Homöopathie entwickelt sich ja auch immer weiter. Von daher habt ihr bei uns immer in unseren Skripten, seid ihr auf dem neuesten Stand der Dinge. Zusätzlich zu den Skripten, mit denen ihr zu Hause arbeitet, habt ihr zwei Zugänge zu Online-Plattformen. Das eine ist Moodle. Dort könnt ihr inhaltlich euch austauschen mit anderen Teilnehmern oder auch mit dem Dozententeam. Ich bin dort regelmäßig und schaue, was ihr postet. Auch meine Kollegen, die Tierärzte, andere Tierheilpraktiker beantworten euch dort Fragen. Wir stellen auch oft Posts ein mit irgendwelchen interessanten Informationen für euch. Wir können Fälle einstellen. Ihr könnt Fälle einstellen. Das ist so ein Austauschforum, wo man gemeinsam trotz der räumlichen Distanz doch zusammenkommen kann und lernen kann. Dann gibt es noch eine weitere Online-Plattform und dort ist alles organisatorische verwaltet. Dort könnt ihr sehen, wann eure Skripte als PDF freigeschalten werden, wann wichtige Termine sind. Ihr könnt euch aktive Teilnehmer dann seid. Außerdem könnt ihr natürlich mich auch ansprechen, entweder per Mail oder über die Lernplattform und dort eure Fragen an mich stellen. Und es gibt zur Vertiefung der Skripte, zu jedem Studienheft gibt es ein Webinar, wo ich die Inhalte nochmal aufbereite, das Wichtigste nochmal wiederhole, auch mit Praxisbeispielen verknüpfe und es einfach noch ein bisschen erkläre. Das heißt, wenn ihr merkt, bei einem Studienheft, es fällt euch etwas schwer, die Inhalte zu behalten oder zu verstehen, könnt ihr ein Webinar dazu buchen. Das hilft sehr oft, veranschaulicht den Inhalt nochmal
Und manchmal ist man ja so in seinem eigenen Lernrhythmus und hat so ein bisschen dann manchmal auch die Scheuklappen auf und kommt auf manche Dinge auch nicht. Das wird dann im Austausch mit den anderen Mitstudenten klar oder eben, wenn man sich das Webinar nochmal dazu anschaut. Ihr könnt euch zu jedem Studienheft ein einzelnes Webinar dazu buchen oder ihr könnt auch gleich von vornherein das ganze Webinarpaket buchen. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr das wollt. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Ergänzung und eine Möglichkeit, es noch ein bisschen mit einem anderen Lehrmedium auch zu verknüpfen. Jetzt gehen wir auf die Rahmenbedingungen ein. Das Fernstudium Klassische Homöopathie für Tiere besteht aus 9 Studienheften. Zu Beginn, wenn ihr den Vertrag ausfüllt und euch dafür entscheidet, habt ihr 4 Wochen Zeit, die erste Lektion durchzulesen, damit zu arbeiten und die zu prüfen, ob das euch so gefällt vom Stil her. Man merkt so ein bisschen, in welche Richtung geht es, in welche Informationsbreite, in welche Informationstiefe. Ist es auch das Richtige für euch, so ein Fernstudium? Innerhalb der ersten 4 Wochen könnt ihr den Lehrgangsvertrag widerrufen, ohne Angabe von Gründen. Das geht ganz unspektakulär. Wenn ihr dabei bleiben möchtet, was ich sehr hoffe, ist nach diesen 4 Wochen der Vertrag automatisch bindend. Das heißt, ihr bekommt dann die Zugänge zu den Lernplattformen. Ihr könnt dann auch mich ansprechen per Mail. Und genau, dann seid ihr quasi aktive Teilnehmer am Fernlehrgang. Die Regelstudienzeit für dieses Fernstudium beträgt 9 Monate. Wir gehen davon aus, dass ein Studienheft für einen berufstätigen Teilnehmer in einem Monat gut zu erlernen ist. Wer sich etwas mehr Zeit nehmen möchte, kann den Lehrgang auch in 12 Monaten absolvieren. Ihr habt in diesem Fernlehrgang keinen Präsenzunterricht dabei. Das ist also ein reines Fernstudium. Ihr müsst nirgendwo anreisen, ihr müsst keinen Unterricht besuchen. Ihr müsst allerdings, wenn ihr ein Zertifikat haben möchtet, eine Online-Prüfung ablegen. Und Voraussetzung für die Online-Prüfung ist, dass ihr die 9 Fragenkataloge, die zu Also eins für jedes Studienheft müsst ihr online beantworten. Das macht aber eigentlich auch Spaß und es ist auch für euch selber dann so eine Kontrolle, ob ihr das verstanden habt, was ihr denn da gelesen und gelernt habt. Also diese Online-Fragenkataloge sind ganz interessant, damit ihr wisst, wo seid ihr mit eurem Wissensstand. Wenn ihr keine Prüfung ablegen möchtet und sagt, nö, das Zertifikat ist mir auch nicht so wichtig, dann erhaltet ihr eine Studienbestätigung. Wir können jederzeit mit dem Fernstudium beginnen. Die meisten Teilnehmer beginnen zum 1. oder zum 15. des Monats, aber das ist euch überlassen. Ihr schreibt bitte auf den Lehrgangsvertrag euer Wunschdatum drauf und die Kolleginnen aus der Zentrale bestätigen euch das dann nach Eingang. Für wen ist unser Fernstudium besonders geeignet? Was ist die Zielgruppe? Natürlich sind es vor allem Tiertherapeuten, also Tierheilpraktiker oder Tierärzte, die sich spezialisieren möchten auf eine bestimmte Therapieform, aber auch interessierte Tierbesitzer, die einfach ihr Tier unterstützen möchten, gesund erhalten möchten oder auch einfach verstehen wollen, wie funktioniert eigentlich so der Körper, was passiert, wenn das Tier krank wird und wie kann ich da auch effektiv unterstützen. Ihr braucht keine medizinischen Vorkenntnisse. Ihr könnt dieses Fernstudium ohne Probleme absolvieren, wenn ihr medizinische Laien seid. Ich gebe euch gleich noch eine Buchempfehlung. Wenn ihr das vorher lest, dann seid ihr sehr gut informiert und kommt auf jeden Fall auch vom Stoff her mit. Was immer ein bisschen schwierig ist, ist die Diagnostik. Also wenn man ein Tier behandeln möchte, muss jetzt erst eine Diagnose gestellt werden. Also angenommen, ihr habt ein Tier mit Durchfall, dann muss man ja schauen, was ist da eigentlich los. Durchfall kann ja, also Durchfall ist nur mal als Beispiel, es könnte auch Juckreiz sein oder Verstopfung oder was auch immer. Müsst ihr, am besten ist es, eine Diagnose vorgestellt zu haben. Ne? Dass man zum Beispiel sagen kann, ja, vielleicht hat das Tier Darmparasiten. Wenn das Tier Darmparasiten hat, ist die Homöopathie nicht hundertprozentig die richtige Therapieform. Da müsste man dann eine andere Therapieform wählen. Und deswegen ist es relativ gut, wenn man so ein bisschen diagnostisch sich auskennt und dann schon mal vorab sagen kann, okay, was ist die Ursache? Und wie gehe ich dann an die Therapie letztendlich ran?
Einen ganz kurzen Ausflug mache ich mit euch und erkläre euch kurz, was die Homöopathie eigentlich ist, vor allem die klassische Homöopathie. Die klassische Homöopathie geht ja zurück auf Samuel Hahnemann. Er war der Erste, der experimentiert hat mit Urtinkturen und diese Urtinkturen dann letztendlich auch potenziert hat. Und diese Potenzierung überbringt die Materie in einen anderen Schwingungszustand. Und diese potenzierten homöopathischen Mittel stimulieren den Selbstheilungsprozess des Körpers. Also es ist nicht so, dass man ein Mittel, das biochemisch etwas verändert im Körper, wie man das zum Beispiel mit Heilpflanzen tut, wie man das mit Vitalpilzen tut, sondern es ist eine Information, die man dem Körper gibt, die sogenannte Dynamis, die Lebenskraft, wieder harmonisieren soll. Wichtig dazu ist es, dass man ein Mittel findet, was dem Patienten sehr, sehr ähnlich ist, das sogenannte Simile. Also das Mittelbild muss dem Patientenbild sehr gut zugeordnet werden. Und das ist das, was die klassische Homöopathie etwas schwierig macht. Das Prinzip ist das Ähnlichkeitsprinzip. Also Mittel und Patient müssen sich so ähnlich wie möglich sein. Ihr habt in diesem Fernstudium kein Nachschlagewerk. Es gibt ganz viele Bücher auf dem Markt, wo man nachschlagen kann. Hier Durchfall, zack, 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 welche Mittel kann ich verwenden? Das sind dann meistens sehr viele Mittel, die man unter Umständen verwenden kann. Das ist aber keine klassische Homöopathie. Also was wir vermitteln in diesem Fernstudium, ist wirklich die klassische Homöopathie. Und so wie die klassische Homöopathie auch angewendet wird, ihr lernt die Grundprinzipien. Also die Homöopathie ist eine Therapieform, die man wirklich verstehen muss, ähnlich wie die TCM. Hat halt so ein ganzes Grundgerüst, einen Aufbau, wo man das Konzept einfach erstmal erlernen muss. Und dann ist es Üben, Üben, Üben. In der klassischen Homöopathie übt man wirklich sehr viel. Man übt die Fallaufnahme über das Gespräch mit dem Patientenbesitzer, über die körperliche Untersuchung. Dann lernt man, wie man die Symptome hierarchisiert, in welcher Ordnung man sie aufstellt. Und dann wird repertorisiert. Das heißt, aus den Symptomen wird ein Mittel. Klassische homöopathische Therapie dauert meistens ein paar Wochen mindestens bis Monate. Es ist also ein Prozess, den ihr erlernt. Es ist nichts, das man einfach mal nachblättern kann, sondern es ist wirklich eine Arbeitsweise, die man erlernen muss. Jetzt würde ich euch die Inhalte der einzelnen Studienhefte nochmal erklären. Wir fangen an bei Studienheft 1 natürlich mit dem Vorstellen des Fernstudiums, die Einführung, was gibt es für Lernziele. Wir machen dann nochmal so einen kleinen Ausflug in die Lernhilfen, denn die meisten Teilnehmer sind ja schon eine ganze Zeit lang aus der Schule draußen und müssen auch das Lernen erst wieder lernen. Hier gibt es ein bisschen Hilfestellung. Dann werdet ihr hineingeführt, wie ist das Fernstudium strukturiert, wie könnt ihr damit umgehen. Es gibt verschiedene Piktogramme, an denen man sich orientieren kann. Und wir stellen euch eure Begleitliteratur vor. Das tue ich aber auch gleich nochmal vorab. In Studienheft 2 geht es immer noch um die Grundlagen. Und zwar schauen wir uns da an, wie hat sich die Homöopathie entwickelt. Wir fangen wirklich an bei Samuel Hahnemann, weil mit ihm hat alles begonnen. Das Prinzip der Lebenskraft, das Wirkprinzip der Homöopathie. Ich habe ja gerade schon gesagt, man muss die Homöopathie auch einfach verstehen, damit man sie richtig anwenden kann. Wir schauen uns an, wie ist das mit der Potenzierung? Die D-Potenzen, die C-Potenzen, die LM-Potenzen, welche für welche Erkrankung gut ist, wie man es dosiert und wie sie denn letztendlich wirken, auf welcher Ebene sie wirken. Wir schauen uns ein paar Grundsubstanzen der Homöopathie an. Die meisten homöopathischen Mittel haben pflanzliche Grundsubstanzen. Es gibt aber auch Metalle, Mineralstoffe, auch tierische Grundsubstanzen wie Apis zum Beispiel oder sehr viele Schlangengifte. Dann gibt es noch die Nosoden, das ist eine ganz spezielle Mittelgruppe. Und wir machen einen ersten Einblick in die Miasmatik, wobei die Miasmatik wirklich ein ganz eigenes Thema ist. Ganz eigenes Verständnis muss man hier nochmal entwickeln. Deswegen ist es hier nochmal ein erster Einblick. Wer sich für die Miasmatik interessiert, müsste dann nochmal eine Spezialisierung auf dieses Homöopathiestudium draufsetzen. Studienheft 3. Wir sind immer noch bei den Grundlagen. Wir vergleichen hier die Homöopathie mit der Schulmedizin. Es gibt
häufig ganz konträre Ansätze unter beiden. Trotzdem müssen ja beide manchmal miteinander auch einfach funktionieren, wenn wir Epileptiker haben, wenn wir Schmerzpatienten haben, wenn wir Herzpatienten haben, die ja eine Dauermedikation auch bekommen. Dann schauen wir uns die verschiedenen Arten der Homöopathie an. Neben der klassischen Homöopathie gibt es ja noch die Komplexmittelhomöopathie, die Homotoxikologie. Also es gibt so verschiedene Schulen noch, die sich aus der klassischen Homöopathie herausentwickelt haben. Wie man damit umgeht, bleibt jedem Therapeuten selbst überlassen, aber man sollte sie zumindest mal kennen, damit man weiß, warum man mit welcher Richtung arbeiten möchte. Wir gehen auf die rechtlichen Grundlagen an, denn homöopathische Mittel fallen unter das Arzneimittelgesetz. Da gibt es einiges zu beachten bei der Anwendung. Und dann gehen wir auch schon in die Fallbearbeitung. Wir schauen mal, was kann uns das Erscheinungsbild und das Patienten denn für Hinweise geben auf das richtige homöopathische Mittel. Welche Rolle spielt der Tierbesitzer? Das Tier kann uns ja wenig von sich erzählen. Der Tierbesitzer ist immer ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen Therapeut und Patient. Dann kommt die körperliche Untersuchung. Wie mache ich sowas? Und ganz, ganz wichtig, jetzt geht es auch schon ins homöopathische Arbeiten, wie werden die Symptome in die richtige Hierarchie gesetzt? Studienanleitung 4. Wir sind immer noch bei den Grundlagen, aber nicht mehr lange. Wir gehen hier jetzt in die Fallaufnahme und die Mittelauswahl. Das ist mit eines der wichtigsten Kapitel in dem ganzen Fernstudium, denn das ist wirklich der Arbeitsschritt, der am aufwendigsten ist und wo man die meisten Fehler machen kann. Deswegen ist es ein Studienheft, worauf man sehr viel Wert legen sollte. Dann geht es darum, Fallmanagement und Behandlungsverlauf. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie sich so ein Tier entwickeln kann mit einem homöopathischen Mittel. Es kann besser werden, es kann schlechter werden, es kann besser werden und stagnieren, es kann besser werden und dann wieder schlechter werden. Also diese ganzen Fallverläufe und wie man damit umgeht und wie man sie vor allem zu bewerten hat aus homöopathischer Sicht, das schauen wir uns auch hier an. Dann ist die Überlegung, wie behandle ich akute, chronische und psychische Erkrankungen, mit welche Mittel sind darauf prädestiniert und welche Potenzen kann ich hier ganz gut verwenden. Wir schauen uns auch die konstitutionelle Therapie an. Das ist die Therapie mit dem Mittel, das für den Patienten steht, und zwar in seiner Gänze, ganzheitlich betrachtet, nicht auf seinen Akutzustand betrachtet, auch weniger auf seine Pathogenese hin, sondern auf seinen Charaktertypus auch, unter Berücksichtigung seiner Symptomatik natürlich. Homöopathie und andere Therapieverfahren, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin ja nicht nur klassische Homöopathin, sondern ich arbeite auch mit Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde und Pilzheilkunde. Lässt sich sehr gut mit der klassischen Homöopathie kombinieren, wenn man weiß, wie und worauf man achten muss. Stichwort Antidotierung. Also manche Kräuter können ein homöopathisches Mittel auch hemmen in seiner Wirkweise. Das will man dann natürlich nicht. Solche Dinge schauen wir uns in Studienheft 4 dann noch an. In Studienheft 5 wird es nun praktisch. Und zwar gehen wir die einzelnen Organsysteme durch. Zuerst wird kurz erklärt, wie funktioniert das alles. Zum Beispiel hier Bewegungsapparat. Woraus besteht der Bewegungsapparat? Aktiver, passiver? Wie schaut das Skelett aus? Muskulatur gehört dazu. Gelenke sind ganz wichtig. Also erstmal Anatomie, Physiologie und dann gehen wir in die Pathologie. Was passiert, wenn im Bewegungsapparat Probleme auftreten? Arthrose zum Beispiel ganz häufig oder Trauma. Und dann schauen wir an, eben so und so mit den Erkrankungen kann das aussehen und welche Mittel könnten dann dazu passen. Wobei, wie gesagt, hier auch wieder ganz wichtig der Hinweis, es wird hier nicht nachgeschlagen, sondern es wird immer für den Patienten individuell das richtige Mittel ausgewählt, repertorisiert. Im Folgenden gehen wir jetzt dann einfach verschiedene Organsysteme durch. Wir schauen uns die Sinnesorgane an, gleiches Spiel. Erst schauen wir, wie funktionieren die, welche gibt es, Augen, Ohren, Geschmackssinn, Geruchssinn, und welche Erkrankungen gibt es da? Selbes bei Atemwege und Lunge, Erkrankungen der Haut. Und dann zum Schluss gehen wir nochmal auf das Prinzip der Unterdrückung ein. Unterdrückung findet meistens dann statt, wenn man ein Symptom nicht heilt, sondern unterdrückt, zum Beispiel mit einem
Mit einem Schmerzmittel oder mit einem Cortison kann man es schön unterdrücken. Also alles, was nicht geheilt wird, sondern ausgeschaltet wird. Typischerweise bei Allergiepatienten ist es so. Da wird ganz, ganz selten die Allergie wirklich ausheilend therapiert, sondern es ist eine Vermeidungstherapie. Studienanleitung 6. Es geht genauso weiter wie in Studienanleitung 5. Wir schauen uns die verschiedenen Organsysteme mit ihren Erkrankungen an und stellen euch Mittel vor, die hier einen starken Bezug haben. Zum Blut, zum Nervensystem, das Immunsystem, hier gehören die Allergiepatienten dazu, Autoimmunerkrankungen oder auch einfach die Immunschwäche für Tiere, die dann sehr krankheitsanfällig werden. Wichtiges Thema auch Impfung und die Behandlung von Impfschäden. Hier gibt es auch wieder spezielle Mittel, die typischerweise nach Impfungen angewendet werden oder für Erkrankungen, die nach Impfungen auftreten. Und auch ein spannendes Thema, die Taschenapotheke, aber das hier stimmt nicht. Wir stellen noch nicht die 10 wichtigsten Mittel vor, sondern ich glaube, es sind 20. Die 20 wichtigsten Mittel, die man als Notfallmittel in seiner Praxis oder auch zu Hause haben sollte. Da geht es um sowas wie Fieber, Blutungen, also ganz akute Sachen, wo man nicht die Zeit hat, jetzt ewig zu repertorisieren und zu überlegen, sondern das sind dann Standard bei Krämpfen und so weiter. Standardisierte Mittel. Studienanleitung 7, Erkrankungen des Verdauungstraktes, Erkrankungen des Harnapparates und in den letzten drei Studienanleitungen stellen wir euch besondere Mittelgruppen vor. Eine meiner Lieblingsmittelgruppe sind die Vogelmittel. Das sind ganz spezielle Mittel, die aus Vogelfedern meistens oder auch Vogelblut oder Vogeleiern potenziert werden. Sehr, sehr spannend und ganz interessante Mittel. Studienanleitung 8. Wir schauen uns Erkrankungen des Herzens an und die passenden Mittel dazu, die Geschlechtsorgane, das Hormonsystem und die homöopathische Therapie bei Tumorerkrankungen. Und passend dazu, weil man damit häufig Tumorerkrankungen behandelt, schauen wir uns die Schlangenmittel an. Also alle Mittel, die aus Schlangengift durch Potenzierung gewonnen werden. In der letzten Studienanleitung geht es ein bisschen in die verschiedenen Lebensphasen. Wir beginnen mit der Behandlung von Senioren, also von geriatrischen Erkrankungen, Verschleißerkrankungen, meistens Gelenke oder auch Sinnesorgane und so weiter. Dann Wachstumsphase, also ganz anderes Ende, der Anfang vom Leben, wo die Tiere auch unter so Kinderkrankheiten leiden, weil das Immunsystem sich erst nochmal ein bisschen stabilisieren muss. Dann für trächtige und laktierende Tiere, also Tiere, die gebären und dann auch säugen. Dann Verhaltensauffälligkeiten. Und passend zu den Verhaltensauffälligkeiten ist die Gruppe der Milchmittel sehr interessant, denn die zielt sehr auf Verhaltensauffälligkeiten ab. Und wir beenden diesen Fernlehrgang, indem wir nochmal die Grenzen der Homöopathie aufzeigen und wie man die typischen Fehler beim homöopathischen Arbeiten vermeiden kann. Über dieses ganze Fernstudium ziehen sich immer wieder ganz praktische Fallbeispiele. Die ersten Fallbeispiele arbeiten wir oder haben wir für euch komplett ausgearbeitet. Die gehen von der Fallaufnahme über, welches Mittel man letztendlich dann gewählt hat. Das fängt sehr ausführlich an. Und im Laufe des Fernstudiums müsst ihr diese Fallbeispiele immer mehr selber erarbeiten. Es macht ja auch Sinn, dass man erstmal schaut, wie funktioniert so ein Fallbeispiel. Und dann im Laufe eures Fernstudiums werdet ihr immer mehr dahin geleitet, diese Fallbeispiele selbst zu lösen. Das ist ganz interessant. Wie gesagt, bei der klassischen Homöopathie muss man sehr viel üben. Man wird immer besser nur durch die Übung. Das hier sind eure beiden Handwerksbücher, sage ich mal. Ihr braucht zum einen eine Materia Medica. Das ist eine Sammlung von, eine Beschreibung von Arzneimittelbildern. Da steht dann Natrium Muriaticum und dann zeitenweise nur, was kann dieses Mittel, wofür ist dieses Mittel da? Also eine Arzneimittelbildersammlung quasi. Und dann haben wir hier das Repertorium. Das Fernstudium ist erstellt mit dem Repertorium von Kent. Ihr könnt auch andere Repertorien verwenden, wenn ihr die schon habt. Wenn ihr noch keine habt, dann kauft euch bitte das von Kent. Und ich würde euch empfehlen, das Große zu kaufen, weil da ist so klein geschrieben. Wenn man sich das Taschenbuch kauft, ist es noch mal kleiner geschrieben. Die sind beide nicht billig, diese Bücher, aber die hat man dann wirklich sein Leben lang.
des Repertoriums ein Symptomenverzeichnis. Hier werden jedem Symptom verschiedene Mittel zugeordnet. Also zum Beispiel rote heiße Schwellung, dann wird dann stehen Belladonna und Apis und noch ganz viele andere. Also hier sind die verschiedenen Symptome aufgelistet und welche Mittel da geeignet sind. Und dann muss man wirklich mit sehr aufwendiger Arbeit das vergleichen. Aber das erlernt ihr in diesem Fernstudium. Für die medizinischen Laien, die keine Ahnung haben von Anatomie und Physiologie, empfehle ich ein kleines, feines Buch. Das ist die Anatomie und Physiologie unserer Haustiere von Klaus Löffler. Kostet, glaube ich, um die 30 Euro. Und da wird man sehr schlau, was den Aufbau des Körpers angeht. Das vielleicht könnt ihr vorschalten vor das Fernstudium. Dann tut ihr euch auf jeden Fall leichter. Zuletzt schauen wir noch mal, was die Rolf Schneider Akademie noch für euch hat an Weiterbildungen und Spezialisierungen. Denn meistens möchte man nach einer Therapieform, die man erlernt hat, häufig noch ein bisschen weitermachen. Also man kann zum Beispiel sehr gut weitermachen, wenn man den Gesundheitsberater für Hunde und Katzen noch belegt. Das ist unser jüngstes Fernstudium und es geht in diesem Fernstudium um Pflege- und Prophylaxemaßnahmen. Einfach zu schauen, wie steht das Tier momentan da? Wie ist sein Gesundheitszustand? Kann ich den vielleicht optimieren? Kann ich den vielleicht erhalten? Da geht es um Fütterung, es geht um Impfung, es geht um Kastration, es geht um Pflegemaßnahmen, es geht um Nahrungsergänzungen. Es ist ein sehr interessantes, sehr breit gefächertes Fernstudium und man kann dann natürlich die Homöopathie hier sehr schön mit einarbeiten, wenn man Gesundheitsberater ist. Wenn man etwas noch mehr in Richtung Therapie gehen möchte, nicht nur Gesundheitsprophylaxe, sondern wirklich Therapie, dann seid ihr mit dem Tierheilpraktiker sehr gut beraten. Da lernt ihr wirklich Anatomie, Physiologie, Pathologie. Ihr bekommt einen Einblick in verschiedene Therapieformen, unter anderem auch in die klassische Homöopathie, aber lange nicht so ausführlich wie im kompletten Fernstudium. Also in dem Tierheilpraktiker gibt es ein Studienheft, da geht es um die klassische Homöopathie. Und in diesem Fernstudium, das ich euch jetzt gerade beschrieben habe, da habt ihr ja neun Studienhefte, nur klassische Homöopathie. Aber das ergänzt sich sehr gut. Dann gibt es hier beim Tierheilpraktiker, lernt ihr auch noch Pharmakologie, Schüsslersalze, Bachblüten, also ganz, ganz viele Dinge, die man als Therapeut dann wissen muss, Gesetzeskunde auch. Und so Injektionstechniken. Also sehr umfangreiches Grundstudium. Man kann die Homöopathie, wie gesagt, auch sehr gut mit der Phyto- und Mykotherapie kombinieren. Da haben wir auch ein extra Fernstudium. Dann habt ihr zwei Therapieformen oder sogar drei, wenn man die Phyto- und Mykotherapie als Einzeltherapien ansetzt, die wirklich sehr, sehr gut zusammenpassen. Wir haben die Homöopathie, eine sehr hochschwingende Therapie, und wir haben die Phyto- und Mykotherapie, das ist eine ganz materielle Therapieformen. Wer die Homöopathie vielleicht auch noch mit etwas ganz anderem kombinieren möchte, was eigentlich immer zu jeder Therapie dazu gehört, ist die Ernährungsoptimierung. Dann könnt ihr die Homöopathie mit dem Ernährungsberater kombinieren, für Hunde oder für Katzen. Also, oder beides. Beides geht auch. Aber wer sagt, nö, ich möchte nur Katzen, Hunde interessieren mich nicht so, dann gibt es den Ernährungsberater auch speziell für die Katze. All diese Fernstudien könnt ihr nacheinander machen, wie es euch beliebt. Ihr könnt die aber auch parallel machen. Also ihr könntet zum Beispiel sagen, okay, ich Gesundheitsberater für Hunde und Katzen. Das interessiert mich total. Da habe ich einen Beruf, wo ich sehr gut beraten kann. Den kombiniere ich mit dem Ernährungsberater. Dann habe ich auch noch die Ernährungsberatung zur Gesundheitsberatung. Das ist natürlich super. Und die Homöopathie vielleicht noch, wenn das Tier dann ja vielleicht erste Anzeichen eine Erkrankung zeigt, kann ich dann auch noch ein homöopathisches Mittel empfehlen. Dann habt ihr so eine ganz runde Ausbildung, womit ihr danach tatsächlich auch eine fundierte Basis für einen Beruf habt. Ihr könnt euch da gerne beraten lassen im Schulbüro, welche Kombinationsmöglichkeiten für euch Sinn machen. Das Ganze findet ihr aber auch noch sehr genau auf unserem Ausbildungsvertrag und in der Ausbildungsbroschüre. In unserer Ausbildungsbroschüre sind alle Fernstudium sehr ausführlich beschrieben. Ihr könnt beides online anfordern unter www.naturheilkundeschule.de. Ihr könnt es aber auch telefonisch oder per E-Mail im Schulbüro
Einfach anrufen, die kurze E-Mail schreiben, sagen, ich möchte bitte den Vertrag, ich interessiere mich für das und das Fernstudium. Wenn ihr anruft, bekommt ihr natürlich auch gleich noch eine nette Beratung mit dazu. Das sind also die Kontaktmöglichkeiten, wo ihr noch mehr zu diesem Fernstudium erfahrt. Ich hoffe, ich habe schon ganz viele eure Fragen beantwortet und konnte euch ein bisschen neugierig machen auf diese wunderbare Therapieform und auf das, ja, auf das wirklich schöne Fernstudium, das ganz viel Spaß macht. Auch zu betreuen macht es sehr viel Spaß. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht, uns zu kontaktieren. Ansonsten, wenn ihr Lust und Gefallen daran gefunden habt, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann bald vielleicht ja, auf dem einen oder anderen Online-Campus oder bei dem einen oder anderen Webinar wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht es gut, bis bald.